Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Heute ausnahmsweise nicht mit Kino, sondern mit Lorena. Hi! Das war jetzt schon wieder so lustig. Ich musste dann an die Autohupe denken. Das, was du gerade die ganze Zeit gesagt hast. Deswegen musste ich gerade die ganze Zeit daran denken. Ich musste gerade mein Lachen verkneifen, wenn du guten jetzt, Tag gesagt hast. Wenn ihr jetzt denkt, was für eine Autohupe, wir hatten gerade vorher eine Fail-Aufnahme, da ist in der Begrüßung eine Autohupe vorgekommen. Und zwar genau zum besten Zeitpunkt überhaupt. Okay, erstes Level 1-4. Was stand gerade besiege? Larry, also einen von den Cooperlingen. Oh ja! Ah, stimmt, ich seh's. Oh das nee. Das ist übrigens die Version, wo du Wandsprung machen kannst, nur so nebenbei. Ich habe übrigens für den Anfang auf normal gestellt. Das heißt, das sollte man ganz gut hinkriegen. Was für ein Sprung? Wandsprung. Das ist der hier. Das ist der Wandsprung. Okay. Ist dabei ein Bogensparte. Ja, du kannst die holen, ich gehe schon mal weiter. Ich schaue mir das Level mal an. Ich würde dann gerne übrigens später auf schwer stellen. Ich habe jetzt für dich auf normal fürs Erste. Okay, für die Gewöhnung, weil ich länger nicht kriege. Was ist der Sprung? Wandsprung, egal. Da ist Larry und... Hey, du musst einfach nur gerade durchlaufen, nicht mehr und nicht weniger. Und da ist schon Larry. Ich bin wieder tot, ganz ehrlich. Ich frage gar nicht nach, weshalb. Aber... Ja gut, klatsch ihn einfach mal eventuell. Warte, oder na komm, ich mach... Ein Treffer und den letzten mach du, komm. Ja, den mache ich einfach. Larry ist eh der Einfachste, der schießt einmal Feuer und das war... Hui! Hoppala! Der will tanzen. Das habe ich drauf, by the way. Das ist auf Aufnahme. Toll, super. Kein Problem, immer wieder gerne. Jetzt hast du mich runtergeschockt. Das macht hier keinen Unterschied mehr. Na gut, das heißt, wir müssen erst... Wie schlecht ich in Mario Maker bin, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Das ist ja nicht schlimm, aber... Wir grundsätzlich irgendwie gerade in Mario, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal auf normal. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Runde zum Aufwärmen. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, aber das war jetzt irgendwie... Wie viele Runden machst du mal so? Kommt drauf an, ich schaue auf die Zeit meistens. Ah, okay. Ich schaue meistens immer auf die Zeit, also wenn... Und wie lange wir brauchen, gell? Ja, also wenn wir ein Level haben, wo wir... Das spricht man Pipe Maze aus, aber egal. Oh nö, was ist das denn? Oh Gott, jetzt bin ich mal. Oh, das sieht auch wie deine Map, die eine mal. Ich fühle mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht angesprochen, aber egal. So, hier ist das, was ich mal mit Kino gemacht habe. Oh, ich habe keine. Hä? Da ist eine Tür. Wow. Das ist einfach ein Troll. Da kommt man nicht mal runter, alles klar. Da hinten ist schon das Ziel. Nice. Also ich bin da schon. Ja, ich sehe schon. Okay. Es ist ein bisschen verwirrend, muss ich offen und ehrlich gerade gestehen. Ja, das stimmt. Hä? Ich will dich nicht verlieren. Nein! Jetzt bin ich tot. Ich bin in die Trolltür aus Versehen reingegangen. Ah, es ist eine Trolltür. Alles klar, gut. Gut zu wissen an der Stelle. Hä, ich weiß halt nicht wohin. Wow. Wieder zurück. Echt eine Troll-Map. Ah, der Pfeil, ich traue dem Pfeil hier gerade nicht, deswegen... Warte mal, ich habe da nicht geguckt. Was ist denn da rechts unten? Oh, ich bin gerade durch eine Tür. Da war gerade Konfetti, geh mal durch die Tür. Da war gerade Konfetti. Okay, ich glaube, es heißt gut. Ja, ich habe keins mehr, aber egal. Nein, doch. Ja, das ist super Konfetti. Also Konfetti ist wirklich, das ist das, was wirklich alles gut macht. Also Konfetti Beste, wirklich. Wenn ihr Konfetti seht, dann seid ihr automatisch auf dem richtigen Weg. Merkt euch das für die Zukunft. Mann, jetzt komme ich da nicht hoch, weil du bist ein Kleiner halt. Das ist gut, ich gehe durch die Tür. Das war doch die Konfetti-Tür. Nee, jetzt bin ich wieder... Das ist doch die Konfetti-Tür, oder nicht? Ey, das ist so verwirrend. Ich gehe jetzt mal die Tür, die hatte ich noch nicht. Hier ist eine rote Röhre, ja, das ist gut. Wow! Da bist du, bist Grüße! Grüße! Warte mal, du bist. Da ist die Tür, wo ich auch so sind. Ja, die linke warst du. Was ist die rechte? Wo bist du raus? Ja, Troll. Wieder zurück am besten. Die linke ist out, Troll. Hä, aber was haben wir jetzt noch nicht gehabt? Weil links. War irgendwo. Warte mal, bevor. Okay. Da geht so fein nach runter. Oh! Da würde ich nicht, lang gehen an der Stelle. Ich gehe. Okay, was willst du nehmen? Türen. Ja, was willst du nehmen? Die rechte oder die linke?
Sollen wir jetzt beide in irgendeine Tür gehen? Ich gehe die linke, ich gehe die linke. Ich gehe die rechte. Nein, es ist ein Troll. Und die rechte? Es ist ein Troll, es ist, du kommst auf der einen raus. Oh, stimmt. Oh, goddammit, ich hasse den Typen jetzt schon wie die Pest. Ich komm nicht mehr weg. Ich hasse den Typen wie die Pest. Das glaubst du gerade gar nicht. Ich hasse den auch. Er ist ja auch wieder ein Troll, was soll denn das? Ich komm nicht raus. Ja, du musst dich töten, anders geht's nicht. Es geht nicht, ich kann mich nicht töten. Tja, du musst einfach nur in die Ding reinhüpfen. In die. Da kommt die ganze Zeit so eine Glühbirne. Dann drück Plus und geh auf Neustart. Ach, welche hatten wir jetzt noch nicht? Was ist nicht? Ja, super, da war ich schon, wow. Hey, wie kommen wir zu dieser Röhre? Auf jeden Fall brauchen wir eine rote Röhre. Ja, aber die Frage ist halt, wenn es die da oben nicht ist, welche hätten wir übersehen? Weiß es nicht. Also die untere hatten wir, die obere da auch. Da oben die auch? Warte, stopp. Hey, da oben ist eine Röhre. Wo? Wow. Wenn es das jetzt ist. Oh, wow. Irgendwo oben. Wow. Hey, wo war das? Ganz oben, oder? Du musstest da, ja, rechts oben, da musstest du in das Skelettding... Ja, ich hab's gerade gesehen, ich hab's gerade auch gesehen. Ja, du musst in das Skelettding reinspringen, damit konntest du dann durch die Stacheln unbeschadet durch, oder du verlierst halt das Ding, also nimmst Schaden, aber stirbst nicht und dann in die rote Röhre rein und das war's. Okay, das war jetzt... alles klar. Das war jetzt gerade etwas verwirrend, aber wir haben es geschafft. So eine normale Map schon irgendwie. Einmal normal geht noch und dann einmal schwierig für dich. Ich will nichts sagen. Ich hab's auch gar nicht ins Ziel erreicht, gerade die ganze Zeit nur du. Das ist nicht schlimm. Das ist mir auch schon. Ich hatte auch schon Folgen, wo ich kein einziges Mal ins Ziel geschafft habe. Ist ja nicht schlimm. Ja, okay. Marius Widget Ludwig Fight. Okay, es hat irgendwas mit Ludwig Gott. Zu tun. Wer ist Ludwig? Das ist der Kollege. Oh, das ist der da. Der, den was keiner mag, weil er 3 schöne Strähle abgibt. Und ich hab... Wie willst du den klatschen? Oh Gott, ich hab gerade die ganze Zeit auf dich geguckt. Dachte ich, wäre wieder Mario. Ah! Okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe schon, wie es geht. Du auch? Ah, wie? Du musst. Hoppala. du musst den roten. Warte kurz, ich zeig's dir kurz. Das ist am einfachsten. Hier jetzt, warte. Dann, wenn er durchkommt, oder? Wenn er hochgeht, dann. Alter, Mann, ich hab mich gerade verwechselt. Ja. Warte, jetzt kommt hier eine Bombe raus und jetzt drauf. Genau. Und jetzt nimmt jetzt nimmt er Damage. Das ist der. Okay, jetzt hat er 5. Aufgepasst. Schaffst du das? Nee, du schaffst es nicht. Aber ich schaff's. Er ist tot. Und? Hä? Was war das denn? Das war das Level. Okay, dann hätte ich... Ja, okay. Ich frag... Das war richtig langweilig. Ich frag gar nicht weiter nach. Ich glaube, wir sind bereit für schwer, oder? Okay. Ja, vielleicht. Ist eingestellt. Okay. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Ja. Ist lustiger. Ja, wir haben übrigens, Kino und ich haben ja auch schon sehr schwere Level auch geschafft, aber da sind teilweise so Crap-Sachen dabei, das glaubst du gar nicht. Okay. Also sehr schwer, da kommen sogar Spiky Tops in the Poison Swap. Das hat was mit Giftpilz, glaube ich, zu tun, wenn ich mir Poison anhöre. Oder irgendwas mit der lila. Ja, mit der lila Flüssigkeit, juhu. Yay! Du kannst keine Dreh. Ja, du kannst keine Drehting machen an der Stelle. Ja, komm mal hinterher. Nee, jetzt bist du mitten in der Luft. Okay, Glück gehabt. Ich weiß, dass man bei dieser Version keine Drehting... Verdammt, wir brauchen 5 rote Münzen, sehe ich auch gerade. Was ist denn das bitte für ein Schrei? Ja, wenn ich runterfliege. Achso, nee, ja, sorry. Das ist eine blaue Plattform. Hoppala, hier ist ein Checkpoint. Komm her, ganz schnell. Oh nee, jetzt bin ich nicht dir hinterher gerannt. Ja, dann kill dich. Ich lass dir einen Vortritt, das sind blaue Plattformen. Ich lass dir mal einen Vortritt. Warum war mir das eigentlich klar, dass das passiert? Ich mach das so... Oh, ich mach das in einem durch, nice. Und hier sind die... Och nö. Oh Gott. Fast geschafft. Aber schau was hier... Das ist eine geile Idee, was der da gemacht hat. Danke. Sorry. Deutschland. Das ist eine geile Idee. Du musst einfach hier die roten Münzen sammeln. Wir sind ein Team, by the way. Das heißt, die zählen für uns beide. Danke an der Stelle. Nee, jetzt hast du die gesammelt. Jetzt ist der Schlüssel los. Nein! Was ist?
Ja, ich habe den Schlüssel verloren. Wo ist der Schlüssel? Wir brauchen ihn. Komm bitte zurück. Ich hatte gerade Bildschirm, schwarzen Bildschirm kurz. Alter, ist der Schlüssel. Komm mal her, ganz schnell. Nice, du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ich hab den Schlüssel, oder was? Ja, das war ein Groß. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Plattform. Ich, Kino und ich lieben die. Wir sind die. Ne, Kino hast die doch auch. Nee, die blauen, Alter, wir sind verrückt danach. Ganz ja, aber das ist doch das, was an deiner Map doch auch hasste. Ja, da. Na. Nein, ich bin so ein Idiot. Ich habe den P-Switch weggeworfen. Ja, super. Dein Ernst? Ja, und schau, für was wir den brauchen. Oh, um zu beenden, gell? Geil! Nochmal von vorne. Nee, mach, warte kurz, komm her. Jetzt weiche ich dich in die Tricks von Kino und mir ein. Das heißt, wir. Ich laufe jetzt zurück. Ah, jetzt ist er respawned. Nee. Och nee, du musst kommen. Weil ich habe meinen ja schon ausgelöst. Deswegen, jetzt musst du deinen auslösen. Das heißt, bitte einfach nur draufspringen. Ich lass diese. Soll ich ihn jetzt draufspringen? Ja. Und jetzt lauf. Ich lass diese keinen Vortritt kommen, damit du auch ins Ziel kommst. Okay, gut. Bevor das wieder lost ist, gehe ich rein. Also du hattest jetzt nur den letzten Sprung vor deiner Nase und dann wäre es gewesen. Ich hab's fast geschafft. Aber fast ist auch nicht geschafft an der Stelle. Okay. Ich hoffe, in der Folge komme ich einmal ins Ziel. Ich hoffe. Eigentlich wollte ich die gerade beenden an der Stelle. Ich weiß. Was? Ja. Was? Du warst gut, du hättest es fast geschafft, okay? Du hättest es fast geschafft. Leute, die Folge ist an der Stelle lang genug. Beim nächsten Mal schauen wir, ob es besser hinkriegt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Lost.